ich verfütter ihn! Fuck! Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Jetzt töten, das muss schnell gehen, sonst fliegt er heim! Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. GameTastical. Gaming is our passion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4 mit eurem Manu bei GameTastical HD. Ja, wir sind schon mittlerweile bei der 19. Folge angekommen. Und ich wollte unbedingt ein... Oh, ein Schwein wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt ein Assam Maka killen, damit wir endlich unseren Geldbeutel ein bisschen auffüllen können. Denn so kleine Upgrades tun auch mal wieder gut in diesem Spiel. Und ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen, mehr Kampagnenmodusse auch durchzunehmen, um uns echt schicke Waffen freizuschalten. Und was wirklich richtig geil ist... Oh, was machst du denn da? Okay, der betet. Dann lass er dem in Ruhe. Hier sollen irgendwo die Tiere versteckt sein. Und... wir können uns noch keine Jagdspritze machen. Dafür haben wir aber eine Fähigkeit, die uns noch fehlt. Und zwar... wo ist sie denn? Da. Jagdspritze. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir die Fähigkeit. Und... herstellen uns mal zwei, würde ich mal sagen. Und rein damit. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, wo vielleicht die Viecher sein könnten. Die Zeit rennt aber ganz schön schnell. Das ist natürlich sehr, sehr mies. Aber hier sollen sie irgendwo sein. Da sind sie ja. So, Nummer 1. Nein! Stehen bleiben! So, ich habe mir mal eine Jagdbogen auch besorgt. So, der kriegt gar nichts mit. So, die beiden. So, was hast du denn Schönes? Assam Markenfell. Ja, diese Jagdspritzen sind schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Und habe jetzt zu dem Bogen so ein Zielfernrohr geholt. Denn, ja, ihr habt es auf jeden Fall bei mir in den Kommentaren mal reingeschrieben, dass ich auf jeden Fall auf kleinste Dinge mal achten sollte. Da habt ihr ja eigentlich nicht unrecht. So, jetzt können wir mal gucken. Herstellung. Und wir können uns endlich unserem Geldbeutel auffüllen. Und als nächstes benötigen wir Panzernashornhaut. Aber guck mal, wir können jetzt sogar 2 Millionen K tragen. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Wir hausen jetzt hier noch im Wald herum. Und so, dann öffnen wir mal die Karte. Und ja, ich möchte mit euch auf jeden Fall zu der nächsten Nur-Mission. Und ja, die war ja eigentlich relativ richtig spannend. Und dann würde ich mal sagen, reisen wir gleich mal hin. Vorher erfüllen wir noch das Karma-Ereignis, wenn wir nicht schon zu spät sind. So, mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Denn Karma-Ereignisse sind auch besonders wichtig, um unsere Fähigkeitspunkte zu erhöhen. Boah, das ist jetzt so geil mit diesem Fernrohr. So, das war jetzt nicht besonders schwer, würde ich mal sagen. Oh, guck mal, unsere Jagdspritze wirkt auch danach noch, wie wir sehen. Ja, und ihr ballert schon wieder los. Wohin? So geht das aber nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig jetzt erstmal. Und dann reisen wir als nächstes zur Nur. So, liebe Leute, wir sind jetzt im Haus angekommen, wo die Arena ist, wo Nur ist. Und wir gehen vorher noch in den Kauf und Verkauf. Denn wir können endlich alles verkaufen. Hey, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich schätze mal, das Fell können wir noch gut gebrauchen. Und ich möchte mir auf jeden Fall später noch schicke Waffen hier kaufen. Und mir gefällt das Ganze noch nicht, denn ich möchte unbedingt diese GL94. Die ist wirklich richtig gut. Und hier gibt es noch andere wirklich schicke Waffen. Bei einzigartig, da haben wir leider noch nicht so viel freigeschaltet. Da müssen wir echt unser Karma-Level noch erhöhen.
Und die beste Waffe, da habt ihr auch mal gesagt, das soll wirklich richtig gut sein. Und zwar die MG42 und die ist wirklich richtig nice. Und mich würde es schon freuen, wenn wir das hier freischalten können. Nur ich finde die nicht wirklich. Ich habe schon überall hier rumgesucht, aber die gibt es auch als Normalwaffe. So, okay. Dann sind wir erstmal hier mit allen Dingen fertig. Haben hier alles aufgefüllt. Und dann reisen wir jetzt zu Nur, beziehungsweise gehen wir jetzt zu Nur, zu Arena. Und lassen uns nochmal bestraflich alles gefallen, würde ich mal sagen. So, okay, da haben wir schon alles erfüllt. Ich würde auch mal sagen, wir erfüllen auch mal ein paar Kampagnenmodusse, die besonders wichtig sind, um neue neue Waffen freizuschalten. Oh, nackt sogar. Nee, ich möchte aber zu Noah. Das möchte ich gar nicht. Arena verlassen. Ja, es geht auch so. Okay, integrieren. Oh Gott, habt ihr die Brust gesehen? So. Noah ruft Scheiße. Was passiert da? Die Tiere sind hungrig. Fütter ihn. Fuck. Oh, ich werfe hinter ihm! Fuck! Hat sie etwa jemanden getötet? Du musst Paul jetzt töten! Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim! Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bringe sie dir alle! Yuma, Pagan, ich bringe ihn! Schnapp, alles gut! Nichts ist okay! Er hat meine Familie! Das ist nicht okay! Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur einen Gefallen tun, und zwar den Typen retten, beziehungsweise kidnappen, wo wir ihn kennengelernt haben bei der Anfangssequenz, der ja leider einen Typen gequält hat am Elektrostuhl. Und dann würde ich sagen, reisen wir doch hin, und diesen Gefallen tue ich sehr, sehr gerne, denn einen gewissen Hassmodus habe ich auch bekommen. So, das Ziel ist hier unten. Dann würde ich sagen, reisen wir erstmal nach Tyrta, besser gesagt, wirklich vorbeizuschleichen. Wie ich mal gehört habe, soll die Mission richtig schwer sein. Also, die soll nicht so einfach sein. Und ja, dann reisen wir doch hin. Ich wünsche mir natürlich für sie persönlich, dass ihre Familie noch lebt, und ja, mal schauen, was dann jetzt wirklich auf unsere Story so vorkommt. Und das ist auf jeden Fall ein Stückchen vor uns. Dann würde ich sagen, dann cutte ich kurz mal, denn ich schätze mal, auf dem Weg werden wir jetzt nichts Besonderes finden. Bis gleich. Okay Leute, ich habe was anderes gefunden, und zwar ein Paraglide. So, Schwein brauchen wir ja nicht mehr fürs Fell. Mit so einem Paraglide ist es einfach nur atemberaubend, finde ich. Und los geht's. So, wir müssen gute noch 1000 Meter dorthin. Und hoffentlich lande ich wirklich so darüber, dass ich nicht erwischt werde. Boah, so ein Paraglide mal zu fliegen, wäre ja mal im richtigen Leben auch richtig geil. Würdet ihr euch das zutrauen? Scheiße, mal unten in die Kommentare, würde mich mal gerne interessieren. Ich glaube, ich persönlich, ich weiß nicht, ist bestimmt sehr, sehr interessant, aber es ist auch sehr, sehr risikohaft, würde ich mal sagen. So, okay. Ja, hier im Spiel ist das natürlich nicht so besonders schwer, nur die Knüppel hier drücken, aber im richtigen Leben ist es mal ganz, ganz anders. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Diese Nu-Missionen waren bis jetzt die besondersten. Beziehungsweise mit Yugi und Reggie. So.
AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. So, liebe Leute, wir sind endlich angekommen bei der Mission von Noor. Und ja, wir wollen auf jeden Fall diese Party hier versauen. Was macht er da? Macht er da etwa ein Foto von den Brüsten von ihr? Die arme Frau. Und wie ich sehe, ist da noch eine Frau, die geschlagen wird. Na, na, na. Also eine richtige Erziehung hattet ihr aber nicht. So, wie kommen wir denn jetzt am besten an denen vorbei? Da oben. Okay, dann machen wir das doch. Na komm schon. Okay, geschafft. Hihihi. Was gibt's denn da zu lachen? Bald werdet ihr nicht mehr lachen, hoffentlich. So, da oben sind zwei. Noch mit einer Geiselin. Und sie spielen mit ihr nur. So, wir können jetzt ganz, ganz schnell mal dran vorbeilaufen. So, sonst ist hier gar keiner. Und hoch. Okay, wir sind nicht entdeckt worden. Das ist sehr gut. Und vorsichtig runter. Oh. Er reiht sich da einen ab. Dann würde ich sagen... Arrivederci. Dann hast du zum letzten Mal deine Eingeweiden ausgereiert. So, ich würde sagen, wir gehen auch mal kurz in diesem Raum hier rein. Oh, das ist ein Betrunkener. Denn ein bisschen Munition benötigen wir. So, hoffentlich kann er uns jetzt nicht entdecken. Wir lassen ihn mal besser in Ruhe. Weil ich schätze mal, wenn wir ihn jetzt töten würden, würde er sofort entdeckt werden. Und wir wären richtig am Arsch. So, wir sammeln ein. Heroindosis. Ja, die sind alle unter Drogen. Das merkt man. Und da müssen noch mehr als Drogen im Spiel sein. Oh je. Da ist ja eine Leiche. Beziehungsweise zwei Leichen sogar. Die da, anstatt mit dem Kopf aufgehangen wurden, sogar... Boah, das ist sogar noch heftiger, der Tod. Weil das ganze Blut sackt nach unten. Und ja, sie sind ausgeblutet. Okay, Foto müssen wir jetzt nicht machen, aber das sind zwei. Und da ist noch einer. So, dann nutzen wir mal die Gunst der Stunde. Ja, da leben sie direkt mal den Pergamin hoch. So, hier sind wir unbeobachtet. Und wir heben ihn mal hoch. Und verstecken ihn mal besser. Aber wo am besten? Hierhin. Ich glaube, das ist der bessere Ort. So, also, wir sollen also drei Fotos machen von den Verhörzimmern. Und wir haben nur noch ein Foto zu machen. So, mal gucken, wen wir noch vor uns haben. Hier höre ich schon wieder welche in den Wohnungen. Oh, heftig, da sind zwei. Da zücken wir wieder unsere Kamera raus. Okay, haben wir gemacht. Ja, wie kommen wir jetzt darauf? Wie machen wir das? Das ist natürlich die große Frage. So, wir dürfen natürlich nicht entdeckt werden. Okay, hier hoch. Das war natürlich jetzt ein bisschen heikel. Aber Hauptsache, wir werden nicht entdeckt. Okay, wir machen noch ein Foto. Du Arme. Tja. Oh mein Gott, wird die da unten gerostet? Ihr Schweine. Amita, ich hab deine Fotos. Paul ist echt ein krankes Schwein. Ich kann es mir kaum vorstellen, AJ. Wenn es etwas Gutes daran gibt, dann, dass wir es benutzen können, um Pagans Lügen zu zerstören. Bleib nicht länger dort, als du musst. Okay, wir können jetzt abhauen. Und
müssen also Deplers Büro betreten. Aber natürlich weiterhin unentdeckt am besten. So, wo soll Deplers Wohnung sein? Ist ja nicht mehr so weit entfernt. Oh mein Gott, sind das viele. Wie sollen wir das denn machen? Okay, schnell, bevor wir entdeckt werden. Lass die mal kurz tanzen. Okay, und wir sind fast bei Deplers Büro. Und dann... Wieso können wir nicht rein? Okay, da können wir schon mal nicht rein. Die sind nämlich alle verschlossen. Was da eigentlich sehr, sehr logisch ist, um sich da besser zu schützen. Tja, wie kommen wir jetzt am besten darauf? Wir gucken rechts. Ja, natürlich, die haben noch... Oh Gott. Hier werden alle Leichen abgelegt. Ihr Schweine. Okay, wir müssen also... da drüben hin. Oh Mann, Checkpoint. Ist das ekelhaft. Hier werden sogar Leichen verstümmelt. Und wir sind vor der Türe. Vielleicht ist da Deplur drin. Wie scheint. Wo ist er? Ich will dir helfen. Okay, befreien wir ihn besser. Verschwinde hier. Ich glaube, die Geisel kann es selber nicht fassen. Und das ist wieder das Handy von ihm. Sehr wahrscheinlich ruft ihn wieder seine Tochter an. Und wir setzen uns am besten mal die Mütze auf. Mach schnell! Setz auf! Nein, ich verstehe. Ich verstehe, aber ich kann. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja gut. Nein. Okay, okay, lass dich schnell ran. Nein, nein, nein. Ist okay. Ja. Er tut so... Gleich bin ich bei dir. Er tut so unscheinlich, scheinheilig, so lieb. Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib Mama einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube... Von einer Leiche. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten. Dieses Schwein. Ich leg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja, Küsschen, Küsschen und süße Träume. Okay. Tschüss, Käferchen. Tschüss. Tu nicht so. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Und Kuckuck. Du? Und bam. Richtig so. Ja, ich hier. Da guckst du was. So, wir sollen jetzt also Deplur hier unentdeckt rausbringen. Wie heftig ist das denn, bitteschön? Dann würde ich sagen, tragen wir die Leiche doch mal. Beziehungsweise nicht die Leiche, der ist ja noch K.O. Tragen wir ihn doch raus und dann am besten unentdeckt. Das wäre noch das Beste. Okay, wir haben noch gute 93 Meter. Das geht ja. Aber wie wollen wir das denn schaffen? An allen vorbeizugehen? Müssen wir wirklich...
unentdeckt bleiben, denn das ist wirklich unmachbar. Boah, das sind 1, 2, 3, 4, 5... Heftig. Nein, 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 nein. So, ich hoffe, die... Nein, die haben es entdeckt. Mist, der Alarm ist aktiviert. Boah, direkt mal ein Vierer-Skill. Guck mal, nebenbei tragen wir noch den schweren Mann. Ja, der AJ Gale ist wirklich der mächtigste. Wirklich, der hat so viele Fähigkeiten an sich. Muskelkraft, dann noch Kletterkraft und ja, das ist das schon mal sehr, sehr schön. So, wir gehen jetzt am besten mal hier rauf. Und... Ne, da runter können wir schon mal nicht. Aber hier runter. Okay, der hat schon mal nichts entdeckt. Okay, wir haben unsere Pumpgun. Ich auch für dich. So. Oh, zwei hinten, eine vorne. Hey. So, nächste erledigt. Ja, ihr fliegt. Ihr fliegt. Ja, zum Glück sind die Kanister hier in der Nähe. Warum habt ihr eigentlich dummerweise eigentlich so viele Kanister da? Ihr wisst doch mittlerweile, dass ich sowas trage. So. Sehr schön. Wir sind ja schon mal sehr, sehr gut und locker am Ziel, würde ich mal sagen. Boah, das sind aber ordentlich Leute. Das sind aber ganz, ganz viele. Und wir sind fast am Auto angekommen. Integrieren. Rein mit dir. Und... Na, die Hand hätte sie ruhig zerquetschen können. Das wäre kein Problem für mich gewesen. Dann kann er nicht mehr so oft telefonieren. Und wir sind draußen und haben es geschafft. Wir sollen also Dippler jetzt am goldenen Pfad bringen. Kumpel, warum machst du das? Oh, derjenige ist wach. Nur lässt dich grüßen. Nur? Nur? Du dreckiges Schwein, du hast zum letzten Mal gelacht. Ja, jetzt gleich bist du weg. Glaubst du tatsächlich, dass ihre Familie lebt? Mann, wir sind seit Jahren tot! All diese liebe Mama-Briefe, die habe ich auch selber geschrieben. Naja, Ashley, meine Tochter, half mir. Sie dachte, ich habe eine Brieffreundin. Du Lügner. Sie drückt auf die Tränendrüse, meine Ashley. Ich glaube, sie hat Talent zur Schriftstellerin. Und wir sind angekommen. Ja, wir haben jetzt eine schreckliche Botschaft. Nur Nurs Familie ist tot. Und was passiert jetzt mit diesem Typen hier? Er lebt noch. Er wäre tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Tatifana. Du Schwein. Zeig ihm sein neues Haus. Ha! Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche! Ich brauche mein Handy, Mann! AJ, bitte! Bitte, ich brauche mein Handy! Keine Gnade. Lass mich los, ihr Pavian-Arsche! Ashley! Ashley, Baby, Daddy ist hier! Tja, Vergeltung. So ist es richtig. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Tja. Und jetzt wird er gefoltert. Fertig. Statt der Schmerzen. Tja, und die Arme nur... Wie wir jetzt wissen... AJ, jetzt wo Paul auf dem Weg ist, ist seine Festung Barschakot angreifbar. Das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Angriff. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich einen Angriff starten auf Deplurs Station.
Tja, nochmals, eine traurige Sache mit Noah, würde ich mal sagen. So, komm, zerstören wir den mal. Bam! Und geschafft. Karma-Ereignis. Hey, nicht verbrennen. So, okay, wir sind ja mittlerweile jetzt schon Karma-Level 3. Und ja, wie wir jetzt mitbekommen haben, Noahs Familie ist tot. Und wir müssen ihr diese traurige Botschaft auf jeden Fall überbringen. Und wir sammeln noch schnell noch die Beute ein. Und würde sagen, da wir jetzt wissen, dass Deplurs Festung geschwächt ist, also hier, Varshakot, würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Far Cry 4 mit eurem Manu bei GameTastical HD. Ciao!